trotz des historischen Fehlstarts mit 5 Bundesliga-Pleiten in Folge stand Trainer Domenico Tedesco beim Vizemeister Schalke 04 Verein Sintern nie zur Diskussion. Das stand auf keiner Agenda, sagte Sportvorstand Christian Heidel nach dem 3:1-0:0 gegen Hannover 96, mit dem die Königsblauen Anschluss an das Tabellenmittelfeld fanden. Das ist überhaupt kein Thema. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Er habe dem 33-Jährigen auch nie den Rücken stärken müssen, betonte der Manager. Rückendeckung braucht jemand, der aus irgendwelchen Gründen angezählt oder unsicher ist, erklärte Heidel, deswegen habe ich dieses Wort nicht ein einziges Mal verwendet. Er hat überhaupt keine Rückendeckung gebraucht, weil es nicht notwendig war. Heidel über Schalke-Coach Tedesco, man spürt das Alter von 33 Jahren nicht auch aus der Mannschaft sein, trotz der Misserfolge und der unansehnlichen Spielweise keine kritischen Töne gekommen. Ganz im Gegenteil. Ich will nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab den einen oder anderen Spieler, der Schalke ein bisschen kennt und glaubt, dass da irgendwelche Automatismen greifen könnten, und zu mir gesagt hat, um Gottes Willen, macht so etwas nicht, berichtete Heidel. Tedesco, der Schalke in seiner ersten Saison als Bundesliga-Trainer überraschend auf Platz 2 geführt hatte, sei in der ersten Krise seiner Karriere zwar angespannt, alles andere wäre ja auch nicht normal. Aber er kann damit sehr gut umgehen. Wenn ich die Ansprache vor der Mannschaft sehe, wie er die Mannschaft einstellt und sich den Spielern gegenüber gibt, da spürt man das Alter von 33 Jahren nicht. Mehr zu Domenico Tedesco und Schalke 04.